bin heute in einer Kfz-Werkstatt in Troisdorf und freue mich auf meinen neuen Lockvogel, auf die Joyce. Ja, ich freue mich auch, total. Bist du nervös? Nee, nervös nicht, aber ich bin total vorfreudig. Ich habe die Sendung als Kind schon immer gerne geguckt und jetzt bin ich dabei. Das ist toll. Du bist heute Kfz-Meisterin, aber siehst schon besonders aus, wenn ich das sagen darf. Findest du? Ja, ich mische das Ganze so ein bisschen mit esoterischen Elementen. Aha, ach, deswegen auch der Name. Hier ist nämlich der Meisterbrief. Die Joyce heißt heute Laura Soma. Hast du in Tibet gelernt wahrscheinlich? Ja, selbstverständlich. Das klingt interessant. Ich stelle mir einen ayurvedischen Ölwechsel vor zum Beispiel. Gute Idee. Könnte ich machen. Und ich habe natürlich auch ganz spezielle Werkzeuge, wie ein Pendel. Ja, wäre doch schön, weiß ich nicht, Stoßdämpfer nach Feng Shui. Genau. Zu begutachten. Ja, ich bin gespannt, ob unsere Kunden heute den VSS-TÜV bestehen. Wir brauchen ein bisschen Musik. Oh, schön. Stimmen Sie sich ein auf die erste esoterische Autowerkstatt Deutschlands. Hier werden Autos als Wesen mit Seele behandelt. Nicht einfach nur repariert, sondern ganzheitlich geheilt. Joyce bereitet sich gerade mit einer Meditation auf den Arbeitstag vor. Und pünktlich um 8 kommt der erste Kunde. Angemeldet für eine Inspektion. Er wird von sphärischen Klängen empfangen und sucht sofort den Kfz-Meister. Aber Joyce ist doch längst da. Wenn auch ein bisschen weggetreten. Oh, guten Morgen. Sorry, ich habe sie gar nicht gehört. Ich habe meine Meditation gemacht. Ja, das kommt zur Inspektion, richtig? Ja, ja, klar. Ich würde mir ganz kurz das Auto mal anschauen mit Ihnen, wenn das okay ist. Einfach nur, dass wir ausschließen können, dass irgendwas Größeres ist. Da ist nichts Größeres. Ja? Das wollen wir doch erst mal sehen oder besser spüren. Ich muss mal gerade die Aura spüren. Haben Sie da in letzter Zeit negative Schwingungen festgestellt? Negative Schwingungen? Ich meine jetzt vom Karma des Autos her. Ein Auto hat kein Karma, also tut mir leid. Körper und Geist, Mensch und Auto. Das überträgt sich. Ihre Schwingungen übertragen sich auf das Auto. Das ist ganz normal. Natürlich. Hier kommt die esoterische Diagnosemethode Nummer 1, das Pendel. Oh, sehen Sie, das dreht sich gar nicht kreisförmig, sondern eher oval. Das deutet normalerweise auf die Zündkerzen hin. Hatten Sie damit schon mal Probleme? Nee. Wollen wir mal gerade die Motorhaube öffnen? Ja. Noch macht er alles brav mit. Der Wagen wird auf Herz und Nieren durchgependelt. Okay, das sieht sehr klar nach der Zylinderkopfdichtung aus. Die müsste gewechselt werden. Bestimmt, das Ding ist 3 Jahre alt. Das ist ein eindeutiger Hinweis, da können Sie mir gerne vertrauen. Ja. Die Bremsklötze, die sind auch deutlich abgefahren. Ja, okay, das ist ja normal. Ja, aber schon so im Risikobereich. Wenn das Pendel diesen Ausschlag hat, ist es wie beim Zylinderkopf. Oh, das wird wohl eine teurere Angelegenheit. Und es bleibt nicht die einzige Hiobsbotschaft, die das Pendel übermittelt. Da wurde der Tacho manipuliert beim Kauf. Das hat schon 10.000 Kilometer mehr drauf, das Auto. Kann nicht sein. Das ist ein Jahreswagen gewesen. Da habe ich beim Mercedes gekauft. Das Pendel lügt nicht. Wieso können Sie da sehen, dass da 10.000 Kilometer zu viel drauf ist? Das kann man errechnen an der Schwingung des Pendels. Sie haben ja gar nicht. Wir haben doch nur hier so. Das sind doch alles Schätzungen und Vermutungen. Das können Sie doch gar nicht genau sehen. Ich verstehe, dass Sie beunruhigt sind. Aber die Energie dieses Autos ist nicht gut. Ich würde, wenn Sie möchten, würde ich ein Angebot machen, dass ich das für 10.000 kaufe. Was? Das Auto. Sind Sie verrückt? Ich glaube, ich fahre auch jetzt wieder. Das hat ganz weg. Die nächste Kundin will ihren Wagen abholen. Bei ihr war nur ein kleiner Service nötig, dachte sie.
wollte ihn eigentlich nur abholen. Ja, genau. Ich bin auch schon fast fertig. Sie haben bestimmt schon gesehen, dass wir ein paar Änderungen vorgenommen ja. haben. Die waren auch mit Ihnen abgesprochen, richtig? Nee. Nee? Nee. Okay. Ich dachte, der Kollege hätte Sie angerufen. Wir verfolgen jetzt ein neues ganzheitliches System. Und ich habe das Auto ausgependelt und nach Feng Shui quasi den Beifahrersitz eingerichtet, damit das Ski besser fließen kann. Das Ski soll fließen, wo ich nicht will. Ich will den Sitz aber wieder andersrum. Das müssen Sie machen. Wenn Sie das machen wollen? Ja, natürlich. Ich fand nur wichtig, dass die positive Energie fließen kann, weil das Auto hat grundsätzlich eine sehr positive Energie. Ja, ich bin ein positiver Mensch und hat das Auto auch ein positives. Ja, richtig. Also das will ich raushaben und den Sitz wieder andersrum mit dem Gesicht nach vorne. Jetzt müssen wir ins Bezahle. Genau. So, jetzt setzen Sie sich doch mal dazu. Ja. Schön. So kann die Energie zwischen zwei Menschen viel besser hin und her fließen. Ja, wollen wir hoffen. Okay. Spüren Sie das? Nein. Ich spüre es nicht. Aber Sie müssen es ja spüren. Ich spüre es. Gut. Rechnung fertig machen und diese Dinger hier raus. Genau. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, dass wir da noch einen Rauchmelder eingebaut haben. Ja. Hier oben? Genau, den haben wir da durchgeschraubt. Also der ist quasi unten drin. Das ist auch, damit Sie da drin ein bisschen Räucherkerzen benutzen können. Ich brauche sonst keine Räucherkerzen. Brauchen Sie nicht. Nee. Ich war davon ausgegangen, dass das auch mit Ihnen abgesprochen war, aber das ist natürlich auch super für den Energiefluss. Ja, gut. Er hier glaubt ans Qi, irgendwie. Man kann negative Energien ja auch quasi wegpusten, wegschreien. Ja. Und da gibt es die Hubtherapie. Ja. Hören Sie da schon was? Ich meine ja, also ich hoffe doch. Wenn Sie daran glauben, das ist ja Ihr eigenes Auto, dann ist es gut, wenn Sie das machen. Ja, genau. Ja? Also super. Auch so einfach so, wie ich das meine? Ja, so ganz nach Gefühl, einfach rauslassen. Das fühlt sich ganz wundervoll an. Ist gut. Ja. Allora, hier kommt ein Ragazzo im getunten Fiat mit Rallye-Dekor. Er will nur ein Ventil für sein linkes Vorderrad. Sagt Ihnen Feng Shui was? Nee, tut mir leid, sowas habe ich noch nie interessiert. Ich glaube, da müssen wir den Reifen, die Bremsbeläge und die Bremsscheiben auswechseln. Nein, leider musste Sie enttäuschen. Das Pendel, das... Pendel interessiert mich nicht. Ich will nur die Ventile wechseln. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Ich würde noch einmal eine Wanderung ums Auto machen. Ja, der schlägt hier beim Auspuff deutlich aus. Da habe ich das Gefühl... Was haben Sie, negative Energie in sich? Hallo, Entschuldigung. Kommen Sie mal. Bin gerade fertig. Das ist mein Kollege, der arbeitet nicht nach esoterisch. Hallo, Tag nochmal. Was hat denn die... Was interessiert mich das alte Scheiße hier? Was hat sie denn gemacht? Ja, die Maschine kaputt, Auto ist kaputt, neue Bremse. Was soll das? Ich muss nur die Ventile wechseln. Ist alles kaputt? Ja, sie sagt das. Hat das Pendel gesagt, der Kompass? Ich will die Ventile, wechseln. Gut, darf ich noch mal fragen, was ist jetzt denn, was war denn, was ist mit dem Ventil was, ne? Ventil was? Bitte, warten Sie doch mal, schauen Sie mal. Danke, gucken Sie doch mal. Schauen Sie doch noch mal kurz. Ich würde Ihnen gerne aber dazu, zu der Geschichte auch noch erzählen, wer hier mein Auftraggeber ist quasi. Ja. Ja. Wer ist das denn? Das ist der Guido Kanz von Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Verstehen Sie Spaß, der Guido Kanz. Jetzt ist er.